Ein herzliches Willkommen zu Ella Taroskop. Wir machen eine neue Legung und hier sind die Karten, die ich verwende. Für die allgemeine Legung habe ich das Druid Craft Tarot Deck von Philipp und Stephanie Cargom, illustriert von Will Worthington. Dann haben wir für die Tageskarten das Morgan Greer Tarot. Für die Klärung zusätzlichen Informationen haben wir das Tarot Familia. Das sind halt diese Katzen und Tiere. Und das ist von Lisa Parker. Dann haben wir als Orakelkarten die Weisheitskarten der Seele, meine Lieblingskarten, von Colette Baron Reed. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Legung. Ein herzliches Willkommen, lieber Fisch, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 19. bis 25. August 2019. Und wir schauen uns an, welche Energien dir in dieser Woche zur Verfügung stehen, was du nutzen kannst, was hoffentlich hilfreich ist für dich. Und du schaust, ob das in deine Situation passt, ob du da möglichst viel mit anfangen kannst, ob dir das weiterhilft. Darum geht's. Sollte das nur in Teilen oder auch vollständig für dich passen, wunderbar, dann nutze das, wie du das möchtest. Wenn nicht, bitte nicht versuchen, es passend zu machen, das wäre nicht hilfreich. So, wir schauen als erstes, was kommt von außen auf dich zu, also die Energien deiner Umwelt, und haben die Veränderungen. Sieht so aus, als ob sich in deiner Umgebung einiges verändert, vielleicht auch Umstände verändern sich und oder bei den Personen kann sich was verändern. Wir schauen mal, wie du dich selber siehst, was du dir wünschst in dieser Woche, was deine Hoffnungen und Ängste sind, was gut für dich ist, was weniger gut ist und der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, dann wollen wir schauen, was an den einzelnen Wochentagen so los ist. Auch da wieder, es ist eine allgemeine Legung und muss nicht der gelegte Tag sein, kann für dich auch ein anderer Wochentag sein. Wenn es hilfreich ist, wunderbar, kannst du das natürlich auch nutzen. Und wir wollen wissen, was du nach außen zeigst in dieser Woche, was deine Energien sind, die du so deiner Umwelt zeigst nach außen. Und wir haben den König der Schwerter. Der König der Schwerter ist Schwert bzw. Luftenergie und bedeutet Sachlichkeit. Das heißt, du bist nach außen hin sehr sachlich auf die Dinge fixiert, die eben gerade zu tun sind. Und damit sehr kommunikativ und auch wahrheitsliebend natürlich und kannst die Dinge gut rüberbringen. Dann haben wir die Wochentage Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, wir beginnen natürlich wie immer mit der Energie, wie du dich selber siehst, und wir haben den Prinz der Münzen, Erdenergie. Das ist, du gehst es langsam an, das ist sehr schön. Das ist auch eine Erfolgsgarantie, der Ritter der Münzen. Indem man etwas überlegt angeht und nicht überstürzt und unüberlegt, kann man sehr viel Vorteile daraus erfahren. Was ist dein Wunsch in dieser Woche? Das ist die Sonne. Glück, Vitalität, Strahlkraft, positive Erlebnisse, sehr, sehr schön. Hoffnung und Ängste für dich? Ist das Ass der Schwerter. Das Ass der Schwerter ist auch Wahrheitsliebe, passt zum König der Schwerter. Es geht darum, alte Zöpfe abzuschneiden, also alles, was dir nichts mehr nützt, auch wahrheitsmäßig mitzuteilen, dich von Ballast natürlich zu lösen und zu sagen, was mir nichts mehr nützt, schneide ich ab, ich gehe einen neuen Weg. Es ist auch ein Neuanfang. Das ist zumindest die Hoffnung. Was ist gut für dich in dieser Woche? Das ist die Königin der Kelche. Das ist deine Energie. Das ist diese Energie, sich kümmern. Und das kann bedeuten, dass du dich um die Dinge, um die Menschen kümmerst. Kann auch bedeuten, dass man sich um dich kümmert und dir weiterhelfen will, dich so ein bisschen bemuttert. Das kann auch mal sehr schön sein. Also eine sehr positive Energie. Was ist denn nicht gut für dich in dieser Woche? Die Vier der Schwerter. Die Vier der Schwerter ist die Ruhephase, Dinge zu überlegen.
Nun haben wir ja gesagt, du sollst es langsam angehen, du sollst die Dinge überlegen. Ich denke mal, die Vier der Schwerter bedeutet, wenn du in Phlegmatismus verfällst oder träge wirst, dann wäre das nicht so gut in dieser Woche. Das ist so die Ruhephase, ne? Sich so eine Ruhephase gönnen, das ist auch so ein bisschen Rückzug, überlegen. Wenn du zu viel überlegst und nicht tätig wirst, dann bewegt sich natürlich auch nichts. Deswegen denke ich mal, ist in dieser Woche schon Handeln angesagt und gut überlegt, aber eben keine Ruhephase. Also es kann auch ein bisschen hektisch werden. Der mögliche Ausgang in dieser Woche ist das Ass der Stäbe. Das ist leidenschaftlicher Neubeginn mit Feuerenergie. Da begeistert dich etwas. Es kann auch eine Person sein, durchaus. Und da ist Leidenschaft drin. Da ist auch ein Neuanfang in Leidenschaft. Wir haben hier einmal das Ass der Schwerter und das Ass der Stäbe. Also für dich scheint sich auch viel zu verändern, nicht nur für deine Umwelt. Der Montag, das ist die Herrscherin. Das bedeutet, die Dinge laufen voran, es geht positiv weiter. Das ist Fruchtbarkeit, das pure weibliche Mutter Natur. Du hast die Samen gesät und jetzt gehen die Samen auf sozusagen. Ja? Also auch in deinem Job vielleicht oder in deiner Partnerschaft. Und das ist sehr, sehr positiv. Dann haben wir hier die 5 der Münzen. Das ist so ein bisschen der Rückzug oder sich von Dingen distanzieren, die einem nicht so angenehm sind. Das können Kollegen sein, mit denen man nicht gut klarkommt. Das kann auch sein, dass du in eine Gruppe nicht reinpasst, warum auch immer. Es kann auch sein, dass du ausgeschlossen wirst, je nachdem, wie die Situation sich darstellt. Das muss nicht schlecht sein. Es ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen ungewohnt oder unangenehm, aber letztendlich merkt man ja, wo man hinpasst und wo nicht. Am Mittwoch haben wir die 9 der Stäbe. Du gibst nicht auf, du willst den Neuanfang, du bleibst positiv, das ist sehr schön, denn dein Wunsch ist ja Harmonie und Vitalkraft, Strahlkraft, alles Positive. Das ist auch Feuerenergie, nicht aufgeben wollen. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht verausgabt und dann irgendwie ein bisschen angeschlagen ist. Am Donnerstag haben wir den König der Stäbe, auch wieder Feuerenergie. Wir sind ja auch in einem feurigen Monat, dem August. Das kann sein, dass ein Vorgesetzter, ein Freund, dass sich jemand um dich kümmert oder dass jemand deine Hilfe benötigt. Und da ist Wahrheit, vielleicht ehrliche Gespräche. Wir haben die 9 der Schwerter und das ist eben sich zu viele Gedanken machen. Und das ist eben diese Phase, wo du so ein bisschen in dieses, ja, vielleicht auch Selbstbemitleiden und Hadern oder so kommst. Das solltest du schnellstmöglich verlassen. Wenn du die Sonne möchtest, dann hat das keinen Platz, ja. Am Samstag haben wir die 6 der Schwerter, da geht es in ruhigere Gewässer und das bedeutet, der Stress ist weitestgehend vorbei und du kannst das Wochenende genießen. Und dann haben wir die 6 der Kelche, das ist Nostalgie an Dinge aus der Vergangenheit denken oder Leute treffen aus der Vergangenheit, könnte alles sein. Also keine schlechte Energie, es hat was von Neuerungen, Veränderungen, es hat was von liebevoller Energie, der Wunsch nach Harmonie, nach schönen Erlebnissen, aber auch Geduld damit und die Aufforderung, dass du eben nicht in Trägheit verfällst. So. Gucken wir nach dem Ritter der Münzen. Da haben wir die 3 der Kelche. Das ist auch mit anderen gemeinsam etwas bewerkstelligen. Die 2 der Schwerter, da ist ein bisschen Zurückhaltung. Wenn ich jetzt hier die 5 der Münzen sehe, könnte sein, dass du dich in dem Kreis der Menschen, in denen du dich bewegst, vielleicht dich nicht so ganz wohlfühlst und deshalb etwas zurückhaltender bist. Das muss nicht schlecht sein, das ist okay. Vielleicht ist das nicht der richtige Rahmen momentan. Der Wunsch nach Sonne, ne? Da haben wir den Mond, Sensitivität und auch das Unbekannte. Du weißt nicht so genau, was auf dich zukommt oder wie sich die Dinge entwickeln. Vielleicht von außen haben wir die Veränderung. Vielleicht bist du dir noch nicht sicher, ob das eben positiv oder negativ wird. Wir haben aber den Narren mit einem Neuanfang und das ist unbelasteter Neuanfang und das ist sehr positiv, ja, ein bisschen risikofreudiger. Das Ass der Schwerter in Hoffnung und Ängsten bringt dir die positive Energie, die du dir wünschst, die Sonne. Klaren Schlussstrich ziehen unter Dinge und auch die Wahrheit sagen, was dir passt und was dir nicht passt.
Wir haben den Eremiten, auch darüber nachdenken, was du verändert haben möchtest, aber wir haben ja immer noch, dass du das dann auch umsetzt. Ne? Königin der Kelche ist gut für dich und das ist die 4 der Münzen. An Dingen festhalten oder vielleicht auch ein bisschen sparsam sein, Mäßigkeit, an die Dinge gemäßigt herangehen, also vielleicht, wenn du irgendwo investieren möchtest, dass du eben in so einem Maße investierst, dass es dir nicht wehtut finanziell zum Beispiel. Es kann auch bedeuten, dass du an der Gelassenheit und an dem, es ruhig anzugehen, festhältst. Wir haben die 4 der Schwerter als nicht gut für dich. Wir haben die 5 der Kelche. Das ist so eine Phase, wenn du dich zu sehr zurückziehst und über Dinge nachdenkst, wirst du ein bisschen traurig. Das ist die 5 der Kelche, man hadert, das sagte ich ja eben schon, mit den Dingen, die man nicht zur Verfügung hat. Die 5 der Kelche fordert dich aber auf zu sagen, was ist da und womit kann ich arbeiten? Das, was da ist, ist das, was mir zusteht, was ich brauche, um voranzukommen. Und das Ass der Schwerter bittet dich, zu dir selbst auch ehrlich zu sein. Also die Dinge, ja, realistisch zu sehen. Wir haben das Ass der Stäbe danach. Wir haben die 8 der Kelche. Das bedeutet, neue Wege zu gehen. Und den Stern, die Wassermannkarte. Für mich bedeutet das möglicherweise, dass du mit einem Wassermann oder einem Luftzeichen neue Wege gehst, vielleicht einen neuen Kollegenkreis, eine neue Abteilung oder vielleicht auch neue Freundschaften schließt, die dich dann auch so ein bisschen begeistern, wo du dich viel wohler fühlst als hier am Anfang der Woche. Wir haben die Herrscherin. Wir haben die 3 der Stäbe, das bedeutet Weiterbildung, Neuorientierung, vielleicht auch Dinge neu beginnen. Da haben wir den König der Schwerter, das kann auch wieder ein Vorgesetzter sein. Es ist deine Energie, König der Schwerter, sozusagen der Richter, der die Dinge beurteilt oder jemand, der dir einen Ratschlag gibt. Wir haben die 5 der Münzen danach, das ist der Wagen. Der Rückzug bringt dich voran und der Ritter der Stäbe begeistert dich. Also wenn du dich aus etwas, was dir nicht so gut gefällt, zurückziehst und etwas Neues beginnst, dann hast du mehr Begeisterung. Und dafür setzt du dich eben auch ein mit den 9 der Stäbe. 6 der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen, du fühlst dich wohl. Und wir haben nochmal die Herrscherin. Also wenn du dich veränderst, ist das nicht zu deinem Nachteil. Wenn du neue Dinge angehst, ist das sehr, sehr fruchtbar, sehr, sehr positiv und du lernst wahrscheinlich entsprechend neue Leute kennen. König der Stäbe, 2 der Stäbe, das heißt, die Entscheidung liegt bei dir, ob du diesen Weg gehen möchtest oder nicht. Und wir haben die 8 der Münzen, das bedeutet, da musst du dich natürlich auch einsetzen, damit du zum Beispiel den Job bekommst oder die Situation sich in deine Richtung verändert. Da musst du dich dann ein bisschen aktiv einschalten. Ja? 9 der Schwerter daneben, da haben wir die 9 der Münzen, das ist Unabhängigkeit. Und wir haben den Neubeginn, indem du aber auch deine negativen Gedanken hinter dir lässt und dich von der Begeisterung hier anstecken lässt, gehst du neue Wege. Und dann wird es auch ruhiger, dann fühlst du dich nämlich wohl, wo du bist. Da haben wir den König der Stäbe wieder. Und wir haben die Hohepriesterin, das ist so im Einklang Körper und Seele bei dir dann. Du fühlst dich irgendwo angekommen und dann ist die Vergangenheit noch da. 5 der Münzen, die Vergangenheit mit den 5 der Münzen rückt in weite Ferne. Und wir haben den König der Münzen, das ist Erdenergie, da ist Stabilität und Sicherheit. Indem du die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt und dort belässt und nicht hinterher trauerst und mit dem arbeitest, was du hast, kommst du dahin, wo du hin möchtest. Auch zur Sonne, zum positiven Ergebnis. Und das hat vielleicht was mit der Veränderung von außen zu tun. Ich glaube, dass die Veränderung von außen bedeutet, dass du eben andere, neue Menschen kennenlernst. Wir haben den Zauberer der Bewusstheit als Orakelkarte für dich. Und dann werden wir mal schauen, was diese Orakelkarte für den Fisch in dieser Woche bedeutet. Deine Seele weiß es am besten. Werde still und lausche. Bei der Achtsamkeit geht es darum, zu beobachten und in Bezug auf das Geschehen in der Welt um dich herum neutral zu bleiben. Dasselbe gilt auch für die Vorgänge in dir selbst.
Wenn du innerlich zu kämpfen hast, so beschert dir der Wechsel in die Position des Beobachters eine neue kraftvolle Perspektive, die jedes Unbehagen und jede Überreizung zu relativieren vermag. Du bist jetzt fähig, die Dinge klar zu sehen, unbelastet durch dein Wünschen und Urteilen. Die Welt auf diese Weise wie eine lockere Kleidung zu tragen, setzt das Gefühl voraus, dass nichts von dem, was dir widerfährt, letztlich persönlicher Natur ist. Menschen kommen und gehen, Erlebnisse entwickeln sich in beständigem Wechsel und Wandel von einem Stadium zum nächsten, ungeachtet deines Wunsches nach Dauer und Beständigkeit. Der Zauberer der Bewusstheit fordert dich auf, dein Bedürfnis, deine gegenwärtigen Erfahrungen zu definieren oder zu limitieren, aufzugeben. Es ist alles gut, wie es ist. Lass es geschehen und sieh zu, wie sich die Dinge auf ihre eigene wunderbare Weise entwickeln, ohne direkten Einfluss darauf zu nehmen. Natürlich musst du deinen Beitrag dazu leisten, dass sich die Dinge bewegen und verändern in deinem Sinne. Du musst vielleicht auch mitteilen, was du dir wünschst, was du möchtest, aber du hast sehr viel positive Energie dabei und es kommt dir auch sehr viel positive Energie entgegen. Deswegen habe ich keine Bedenken, dass das auch entsprechend so ist. Und mit der 22 der Treppe hast du auch die Wahl. Du kannst dich ja aussuchen, welche Tür du gehen möchtest. Ob du bei dem bleibst, was du bisher kanntest, oder ob du neue Wege gehst, wobei das natürlich der Ratschlag ist, den die Karten dir geben. Das hängt von deiner Situation ab und du solltest auf deine Intuition vertrauen. Die ist großartig ausgebildet beim Fisch und die sollte dir den Weg weisen, wo es hingehen soll. Mein lieber Fisch, ich hoffe, dass das für dich als Wegweiser eine kleine Hilfe ist und bin gespannt, was du berichtest. Und natürlich würde es mich interessieren, wie du das umsetzen konntest dann, wie das für dich zu einer Lösung vielleicht geführt hat oder zu einem Ergebnis. Ja, und wenn das hilfreich für dich war, würde ich mir natürlich auch ein Däumchen hoch wünschen von dir. Ja, dann wünsche ich dir den bestmöglichen Ausgang, viel Erfolg und bin gespannt auf deine Rückmeldung. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss.